mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss doch ein bisschen leise reden, weil es ist Mitternacht. Ich weiß nicht, wie viel man in den anderen Hotelzimmern noch was von mir hört. Ich bin knatschrot, ich bin nass geschwitzt am ganzen Körper. Ich bin jetzt gerade am Haneda in mein Hotel eingezogen für die eine Nacht, weil ich habe mir da schon fast gedacht, dass ich nichts mehr kriegen werde, weil es war so viel los. Bei diesem Immigration Office Declaration Gedöns und sowas. Oh Gott, ich bin fertig. Ich habe jetzt anderthalb Stunden gestanden. Ich bin nass geschwitzt. Meine Klamotten sind am, also mein Rücken ist einfach pitchnass. Sorry, falls ihr es nicht hören wolltet. Jetzt wisst ihr es. Ich zeige euch aber gerade einmal das Zimmer, weil das sieht einfach so genial aus. Also hier ist die Tür, nichts Besonderes. Hier ein großer Spiegel, hallo. Mein Nimotsu, mein Koffer. Und meine Tasche für die nächsten 3 Monate. Ich durfte ja leider nur einen Koffer mitnehmen bei Emirates, aber den habe ich noch gerade so mit Ach und Krach zugekriegt. Ich bin gespannt, wie das wird, wenn ich zurückfliegen möchte. Genau, dann haben wir hier mein Bett. Da hinten habe ich mich schon breit gemacht. Brauche ich aber alles auch nicht. Ich habe einen Schlafpyjama. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, weil da muss ich jetzt nicht aus meiner Tasche was Neues rauskramen. Ja, falls ich länger hier bleiben sollte, könnte ich hier quasi meine Sachen aufhängen, tue ich aber nicht. Aber Leute, mein Highlight ist einfach dieses Badezimmer. Es ist mega schön, es ist mega modern. Hier kann ich meine Sachen reinlegen, hier ist das Waschbecken, Hightech-Toilette mit Klobrillensitzheizung. Hier sieht man jetzt natürlich leider nichts, aber dahinter hinten ist die Startbahn oder Landebahn auf jeden Fall, der Flughafen. Hier gönne ich mir gleich auf jeden Fall noch eine Dusche und sehr, sehr wahrscheinlich noch eine Badewanne und noch ein heißes Bad. Aber ohne Witz, wenn ich rausgehe und ich zeige es euch nochmal, hier ist das Bett. Da ist da einfach eine riesige Scheibe. Da kannst du durchgucken, wie da jemand am Pieseln ist, wie da jemand am Duschen ist. Aber es ist ja ein Einzelzimmer, von daher ist es ja egal. So, und damit habe ich euch quasi den restlichen Abend gesagt, was ich heute noch vorhaben werde. Ich werde nicht mehr rausgehen. Ich bin am Flughafen. Hier ist gerade auch ehrlich gesagt nichts. Ich bin so fertig. Meine Tasche war so schwer. Die habe ich die ganze Zeit auf dem Rücken tragen müssen. Tasche und Koffer zusammen. Das sind auch super schwer zum Handeln. Ich muss morgen auch recht früh raus, weil ich habe morgen um 9:30 in Shinjuku meine Schlüsselübergabe für meine Wohnung. Muss also vom Haneda nach Shinjuku, von Shinjuku dann zum Sharehouse und von da aus treffe ich mich dann wieder mit Freunden direkt. Ein paar Stunden später, also morgen wird schon sehr stressig und ich versuche jetzt auf jeden Fall alsbald ins Bett zu gehen. Auch einfach zu der Hoffnung, dass ich keinen Jetlag kriegen werde. Und ja, das waren so meine Eindrücke vom ersten Abend oder vom ersten Tag oder von meiner Ankunft in Japan. So spektakulärer war es leider nicht. Ich hoffe aber, ihr seid bei meinem Abenteuer 3 Monate in Japan auf jeden Fall dabei. Ich denke, es wird da so einiges kommen. Und ja, ich gehe jetzt in die Badewanne. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.